Herzlich willkommen zu unserer Übertragung, liebe Fans, der Tractor Pulling Europameisterschaft 1995, die in diesem Jahr stattgefunden haben in Hörby, 60 Kilometer nordöstlich von Malmö in Schweden. Und viel, viel Spektakel ist wieder zu erwarten. Teilnehmer aus 10 Nationen in den verschiedenen Kategorien, die bei guten Bedingungen sicherlich für viel, viel Freude auf den Rängen sorgen dürfen. So, nun werden wir uns erstmal kümmern, wo die ganzen Fans und die Teilnehmer hinfahren mussten. Ein langer Weg bis nach Skandinavien. Es ging alles, vor allem für viele Teilnehmer aus der Schweiz, aus Belgien, aus Holland, aus Deutschland und Großbritannien, mit der Autofähre vom Hafen in Travemünde. Nun dann Richtung Schweden, Richtung Hörby. Hier sehen wir das Dankerick-Team mit ihren Mini-Pullers aus Holland, die nun auf die Fähre gefahren sind. Zielhafen Trelleborg in Schweden. Kapitän Klaas Wink kann nun sein 17.500 Tonnen Schiff ablegen. Fähre bereits losgefahren von der Kaimauer. Sein erster und zweiter Offizier Sven Nielsen und Conny Larsen werden ihm während der 7 Stunden Reise helfen. Mehr als 80 Tractor Pulling Zuschauer und Teilnehmer waren nun auf der Fähre. Einige haben schon mal ein bisschen die Gelegenheit genutzt, auszuspannen. Einige haben sich den Maschinenraum angeguckt. Andere sorgen dafür, dass der Wagen nicht zu kurz kommt. Lassen sich im Restaurant verwöhnen. Aber die großen Freaks natürlich sind erstmal unten gefangen für Stunden im Maschinenraum, schauen sich das alles an. So, das Land Schweden in Sicht. Fähre Peter Pan angelegt. Die Rampe geht auf. Es ist ein bisschen windig. Die meisten dürfte etwas frösteln. Die ersten Teilnehmer kommen nun runter vom Schiff. Die TT-Line, die Fährenlinie heißt sicherlich nicht Truck Tractor Pulling Line. So, nun sind wir direkt in Hörby bei der Europameisterschaft in diesem Jahr. 10 Länder sind dabei, 62 Teams in 7 verschiedenen Hubraumklassen werden am Ende dieser 2 Tage ihre neue Champions gekrönt haben. Etwa 20.000 Fans sind hergekommen. So, und zunächst mal werden die äußeren Bedingungen für den Wettbewerb gelegt. Die Außenmarkierung. Das ist im Übrigen der Gewichtsschlitten für die, die zum ersten Mal zuschauen. Diese Gewichtsschlitten, diesen gilt es zu ziehen über eine Distanz von zunächst mal 100 Meter. In den Vorläufen, in den Ausscheidungsrennen, wer das schafft, hat einen Full Pull und die letzte Gelegenheit nun für Ohrstöpsel zu kaufen, denn jetzt geht's gleich mächtig zur Sache. Das ist ein sehr, sehr spektakulärer, sehr lauter Sport, vergleichbar dem Dragster-Rennsport aus Amerika. Und Jan Büttenhaus, der Präsident, hat inzwischen, Präsident der Europäischen Tractor Pulling Komitees, der hat inzwischen die Teilnehmer alle begrüßt. Los geht's in der 3,4 Tonnen Modified Klasse. Der erste ist Gold Tiger aus Schweden, gefahren von Sone Truulsen, dem 31-Jährigen. Normalerweise auf einer Farm arbeitet, da wird er vielleicht auch heimlich ein bisschen mit diesem Fahrzeug üben. Das dürfte allerdings vom Arbeitgeber kaum zu überhören sein. Er gräbt sich relativ früh ein. Es gilt es natürlich genau die zurückgelegte Distanz zu vermessen. Das wird hier gemacht. Präzise ausgemessen 89,34 cm für Gold Tiger. Und die schwedischen Fans sind begeistert. So, André Wimdjak hat hier seine Glücksbringer mit dabei, die auf dem Rolls-Royce-Motor, dem V12-Motor, beim Einweisen draufgesessen haben. Nun, die Maskottchen werden hoffentlich ihn über die Distanz bringen. Der belgische 2,4 Tonnen Champion seit 1989. Letzten Jahr hat er diese Klasse auch gewinnen können. Ach, der 47-Jährige aus Antwerpen hat es nicht ganz geschafft. Ja, die meisten hier natürlich dabei darauf aus, wirklich Laune zu haben, Spaß zu haben, ein großes Volksfest. In der Tat 97,46 Meter für Baby Duck. Fans aus ganz Europa treffen sich hier
Es gibt eine Menge, was organisiert wird neben der Aktion auf der Piste. Oh, und da ist unser Kollege draußen über die Linie, Jan Borsmann mit Rising Star. Rote Flagge wird folgerichtig gezeigt. Befahren der Seitenauslinie nicht erlaubt. Sehen wir uns nochmal an, was da passierte. Der Vorderbau weit in der Luft. Die Hinterräder versuchen Zentimeter um Zentimeter sich nach vorne durchzukämpfen. Oh, und das ist nun ein Full Pull. Dreht sich da bis auf die Felgennarbe ein. Motor abgestellt. Ja, nicht ganz. Da waren es genau 85 cm zu wenig, um dann eventuell im Finale zu sein. Sollte ein anderer die 100 Meter zurücklegen. Das ist zu erwarten. Schließlich ist es hier die Europameisterschaft. Es gibt ein bisschen Probleme, denn der Boden doch relativ weich. Da wird man ein bisschen mehr Lehm wohl noch im Verlauf der Distanz herbringen, um das etwas zu stabilisieren. Der Gewichtswagen wird immer schwerer, gräbt sich mehr und mehr in den Boden ein. Hinterlässt denn diese Furchen? Der nächste Starter versucht sich. So, Black Gold aus Großbritannien mit einem Allison V12 Motor. Aufgeladen. So, und auch er schafft es nicht ganz. 97,05 cm. Nächste Teilnehmer nun aus Norwegen. Stone Cold. Gefahren von Johannes Eide. Einem Rolls-Royce Sternenmotor. Aus einem Panzer. Das ist kein Sternenmotor. Der Sternenmotor kommt wohl offenbar noch. Aber er kommt nicht sehr weit. Der norwegische Champion hat offensichtlich Probleme. Trotzdem sind die Fans begeistert. Zeigen uns ihre Unterstützung. Um die 70 Meter Marke war das. Warten wir auf die genaue Ausmessung. Ja, 72,51 für Stone Cold und Johannes Eide. Kommt aus einem kleinen Ort südlich von Stavanger. Von Norwegen zu einem Schweizer Teilnehmer Rolf Hartmann mit Moni schon in Position. Rolf kommt aus einem kleinen Ort zwischen Zürich und Basel. Ein Landmaschinenmechaniker, der selbst Hand anlegen kann an sein Fahrzeug, das 1600 PS leistet. Aus dem Motor, Mercedes-Benz-Motor rauskitzelt. Zweiter Platz in der Schweizer Meisterschaft. Bald wird er 30 Jahre alt. Schade, offenbar ein technisches Problem für ihn, dass er so weit von der Schweiz hierher kommt und schon das frühe Aus. Aber er schien es mit Humor zu nehmen. Nun kommen wir zu den Schweden selbst. Prompt wird es lauter auf den Rängen. Super Special, gefahren von Stellan Barton-Holsen aus Andersdorp, dem ehemaligen Formel 1 Grand Prix Kurs in Schweden. Drei Keith Black Motoren, normalerweise Dragster beschleunigen, und die schwedischen Hoffnungen werden erfüllt. Erster Full Pull für Super Special, und Stellan, der amtierende schwedische Champion, ist damit also schon weiter, und inzwischen haben wir einen riesen Sprung gemacht. Das sind die Fahrzeuge, die im Finale dabei sind, in dieser 3,4 Tonnen Klasse der Modified Tractors. Kleine Unterbrechung, kann man mal sich was einpfeifen. Entweder warm oder kalt, alles ist angeboten. Inzwischen wird extra Gewicht auf den Zugschlitten draufgetan, denn wir kommen zum Stechen. Als erster in der Arena Black Power und Paul Egger Jensen, der aus Skinjern in Dänemark kommt. Übrigens ist das die Sicherheitsverbindung, der Sicherheitsdraht. Falls die Hauptkette einmal reißen sollte, sich lösen sollte, wird der Sicherheitsdraht sofort sämtliche Elektrik abstellen, und das Fahrzeug vorne rollt dann aus. Vier Chevy 510 Touren lassen ihn nach vorne fahren, den 2,4 Tonnen Champion von 94, der sich nun in der 3,4 Klasse versucht. Und der 21-Jährige setzt das Ziel für die anderen. Okay. 96,7 für Black Power. Nun haben sich die deutschen Fans gemeldet. Museumscut ist draußen mit Eugen Kiemel, dem Mann, dem Museumsbesitzer, der in der Nähe von Stuttgart zu Hause ist. Aber das ist nur der Besitzer. Gefahren wird das Monster vom 41-jährigen Richard Holz. Der macht seine Aufgabe sehr, sehr gut. Auch er über die 100-Meter-Marke.
Im Stechen wird die Gesamtdistanz gewertet, also heißt auch hier genauestens messen 102,68 für ihn. Und damit geht Richard Holz zunächst mal in Führung. White Horse 6 nun am Start. Mit einem 18-Zylinder Sternmotor. Hier haben wir nun den Motor im Bild aus einem Bomberflugzeug Lockheed Neptune. 40-jährige Gerrit van der Oeven aus Uden in Holland versucht dieses Fahrzeug zu bändigen. 3500 PS. Oh, links und rechts kommt er sehr nah an die Außenlinie, aber kann das noch korrigieren. Wird nicht qualifiziert, aber da hat er etwas Schwung verloren. Ist wohl zu befürchten. Da ist er weniger weit als Museumscat zuvor. Ja, 95,16 Meter für White Horse 6 aus Holland. Nun melden sich wieder die Wikinger, die schwedischen Fans. Super Special ist dran, angefeuert von zwei Keith Black 482 Motoren. Extrem teuer. Das Ganze und hoffentlich gut synchronisiert. Im Übrigen noch ein dritter Motor dabei. Ab geht die Post. Drehzahl ist oben. Schafft er die bisherige Bestmarke von Museumscat, von dem deutschen Richard Holz? Nein, er schafft es nicht. Aber er ist auf Platz 2. Die Fans sind begeistert. Black Powers Leistung 96,7 und noch 4 Teilnehmer treten an. So, Fox, der Fuchs ist draußen, Zweiter im letzten Jahr, Zweiter auch, 93, vielleicht klappt es ja nun beim dritten Mal. Alle guten Dinge sind drei. Das Fahrzeug gebaut und eingesetzt von den 5 Larsson-Brüder aus Jütland. Peter Larsson fährt das Monstrum mit 4 Chevrolet-Motoren. Ja, da trotzt er über die Distanz, ja, und auch er kommt über die 100-Meter-Marke, was die Fans entsprechend begeistert. Vor einem Jahr Fox also vorne mit dabei. Den Europacup-Titel hat man verloren in diesem Jahr 95 an Green Spirit, aber nun kann man sich revanchieren. 105,91 und die Führung für Fox. So, Druck nun für die noch 3 verbliebenen Teilnehmer. Zunächst mal Beverol Eager Beaver aus Putten in Holland. Dritter in der aktuellen holländischen Meisterschaft. Oh, starke Rauchsignale, das ist kein gutes Zeichen. Es reicht nicht ganz. 12 cm zu kurz, 102,54. Damit Platz 2 hinter Fox und noch vor Eugen Kimles Museumscat. Desperate Dan, vor dem haben alle Angst. Der Titelverteidiger aus Großbritannien, gefahren von Brian Armistead. In den letzten 4 Jahren war er in dieser Klasse Europameister. Hat schon ein neues T-Shirt drucken lassen. Champion 95, also er will das auch in diesem Jahr schaffen und überhaupt kein Problem. Spielerisch fährt der Mann aus Blackpool da über die Distanz. Gar keine Frage. Er schaut sich um und dürfte wissen, das hat gereicht. Nochmal in der Wiederholung. Optimal, wie er die Leistung auf den Boden kriegt. Die dänischen Fans werden relativ ruhig. Tatsächlich 114,1, 9 Meter weiter als die Konkurrenz. Und damit ist er zum 5. Mal in Folge Europameister. Kuriose Lautsprechanlagen haben sie hier. Man findet für alles eine Lösung. Bull Power nun aus Dänemark, der nochmal versuchen will, die Top-Marke von Desperate Dan zu schlagen. Aber das dürfte eigentlich nicht möglich sein. Mit nur einem einzigen Rolls-Royce Griffin-Motor aus einem Mark 18 Spitfire mit 2500 PS. Und tatsächlich, es klappt nicht. Kurt Ostergaard muss aussteigen. Desperate Dan zum 5. Mal Champion in der European 3,4 Tonnen Modified Klasse. Blick aufs Endergebnis. Fox auf Platz 2 und dann das Auto, das Fahrzeug, der Traktor von Kimle Museumscat holt sich die Bronzemedaille.
Zurück in Hörby in Schweden. Das sieht zwar nicht nach Tractor Pulling aus, liebe Zuschauer, aber hat doch was damit zu tun. Denn neben dem Austragungsort der europäischen Tractor Pulling Meisterschaft in diesem Jahr gibt es hier in diesem kleinen schwedischen Ort Hörby auch einmal im Jahr die Spezialveranstaltung, den sogenannten Victorian Market. Viele sind also hier dabei, angezogen in viktorianischen Kleidern. Es gibt viel zu kaufen aus der Zeit damals. Brot, sogar ein lebendes Schwein. Aber vielleicht sind Trockenblumen dann doch besser für den einen oder anderen, um sie mit nach Hause zu nehmen. Gute Entspannung also, man hat sofort den Eindruck, mitten in einem Ingmar Bergmann-Film zu sein. So werden Holzklocks gemacht. Das braucht man allerdings ein bisschen Geduld und auch Zeit, harte Arbeit. Viele kommen also zur Ablenkung hier mal auf den Markt, schauen sich um, viele Tractor Pulling Fans, und der ist schon ziemlich weit rumgeronnen, offenbar. So, nun der Wechsel von Yesteryear in die Neuzeit und zurück zur Tractor Pulling Arena, zum Stadion. Um die Fans auf Touren zu bringen, gibt es immer wieder gute Musik und jeder macht ganz offensichtlich mit. Ein britischer Sieg bisher in der Klasse, wir haben es gerade gesehen. Wir warten nun auf die Teilnehmer der 0,9 Tonnen Mini-Pull.